Marco hier, dein Naturwissenschaftler, der Finanzen liebt. Und ich muss dir leider heute eine traurige Nachricht überbringen. Ja, du hast richtig gelesen, Value-Aktien sind tot. Was? Value-Aktien sind tot? Ja, sind sie. Wie komme ich zu dieser These? Ey, schau dir mal die letzten 10 Jahre an. In den letzten 10 Jahren haben Value-Aktien um 2,4% schlechter performt als der Gesamtmarkt. Was? Du hast aber im letzten Video erzählt, man muss in Value-Aktien investieren. Das mag stimmen. Das sagt doch die Wissenschaft. Aber kann sich die Wissenschaft irren? Ja, kann sie das? Nein. Die Wissenschaft irrt sich nie, oder? Was? Ja, doch, die Wissenschaft kann sich irren. Tut sie das? Das ist die große Frage heute. Value-Aktien, sind sie wirklich tot oder sind sie nicht tot? Darüber wollen wir heute reden, denn die Urväter Eugene Farmer und Kenneth French haben diese Frage beantwortet, na, so halb. Aber wir gehen mit ein paar mehr Papern darauf ein, was die Wissenschaft eigentlich dazu sagt, ob Value-Aktien immer noch ein Investment sind oder gerade jetzt das Investment schlechthin in dem momentanen Markt. Ich mache dieses Video gerade nämlich nicht ohne Grund, also passt jetzt ganz genau auf. In meinem Video über Small-Cap-Aktien und Value-Aktien habe ich das Ganze ordentlich ausgeführt. Denn in ihrem Paper zum Drei-Faktoren-Modell von Farmer und French haben sie herausgefunden, dass in der Periode von 1968 bis 1991 Value-Aktien den Markt um 4,9% pro Jahr outperformed haben. Mehr Rendite. Also Eugene Farmer und Kenneth French haben sich gedacht, jo, okay, krass, das ist auf jeden Fall empirisch belegt in dieser Zeit. Darauf haben sie eben auch erläutert, dass ein inneres Risiko dem obliegen muss oder sollte zumindest, damit das Ganze ein systematischer Value oder Prämienfaktor ist, so muss ich sagen, Prämienfaktor, die Prämie, die dahinter ist. So, 2000. 8 Jahre sind vergangen laut ihrem Paper. Das ist übrigens eine Antwort auf die Arbeit von Barr und Landstein und so weiter war. Die haben nämlich gesagt in ihrem Paper Persuasive Evidence of Market Inefficiency, wo sie quasi behauptet haben, der Markt ist ineffizient, weil Value-Aktien besser performen als der Gesamtmarkt. Da war eben Eugene Farmer und Kenneth French haben gesagt, ja, das machen die aber wegen des höheren Risikos und das wollten sie jetzt noch weiter belegen. Das haben sie 2000 gemacht. Da haben sie sich nämlich Daten angeguckt von 1926 bis 2000 in ihrem Paper und haben nämlich gesehen, dass Value-Aktien den Markt in dieser langen Zeit um 2,39% outperformed haben. Das ist einiges und das ist eine ziemlich lange Zeit, um das empirisch zu belegen. Hey, kurze Werbung, Value-Aktien könnten überleben, wenn du jetzt schnell auf Abonnieren klickst. Abonnieren ist wichtig für diesen Kanal. Vielen, vielen Dank. Ein Like ist auch super. Ich danke für alles. Bleib dabei, schreib mir in den Kommentaren. Dankeschön. Okay, wir haben jetzt also diese lange Periode bis 2000 und damals hat man dann gesagt, jo, okay, die Value-Prämie für US-Aktien ist ja echt vorhanden. Es ist definitiv da, oder? Es ist auf jeden Fall ein langer Zeitraum. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass in der Finanztheorie prinzipiell gilt, dass eine Marktanomalie ausgeglichen wird, sobald diese bekannt ist. So, sie haben jetzt also publiziert, Value-Aktien, da ist Mehrwert drin, wenn ihr rein investiert und durchhaltet. Also könnte in der Theorie rein theoretisch dadurch die Value-Prämie verschwinden. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, ob deswegen die Value-Prämie verschwunden ist, aka Value ist tot. Wieso ist das so, will ich kurz dazu noch erwähnen. Wir haben uns ja vorher, also ihre Grundthese beruhten ja auf diese 28 Jahre, später noch eine längere Periode. Würdest du jetzt überlegen, in den letzten 28 Jahren, könnte man so sagen, haben ja Amazon, Apple, Alphabet, also Unternehmen mit einem Anfangsbuchstaben A, echt gut performen. Würdest du jetzt sagen, dass auch in den nächsten 28 Jahren Unternehmen mit einem A am Anfang besser performen werden als der Markt? Nur weil du es richtig beobachtet hast, heißt es noch lange nicht, dass es auch in Zukunft so sein wird. Deswegen brauchen wir einen theoretischen Hintergrund. Wir müssen das Ganze mit der Theorie vermengen. Es kann nur klappen, wenn Value-Aktien ein tieferes Risiko obliegt. Sprich, wenn mehr Risiko in einer Value-Aktie drin ist, dann kommt auch mehr Rendite raus. So die Theorie. Aber es könnte auch noch einen anderen Grund für diese Marktanomalie der Value-Aktien geben. Und das ist nämlich eine verhaltensökonomische Marktanomalie. Das würde ja prinzipiell verschwinden, wenn man darüber Bescheid wüsste, würde man jetzt erstmal denken. Damit haben sich die Forscher Piotrowski and So beschäftigt. Und zwar 2012 in ihrem Paper mit dem Namen Identifying Expectation Errors in Value and Glamour Strategies, a Fundamental Analysis Approach. Entschuldigung. So, sie haben nämlich um die systematische Fehlbepreisung aufgrund eines Verhaltens diskutiert. Und hier mal ein Beispiel, wie so etwas passieren könnte.
Prinzipiell sind Investoren nämlich ziemlich optimistisch immer, was die Zukunft anbelangt. Und das führt dazu, dass Wachstumsaktien höher bepreist sind als Value-Aktien. Denn Value-Aktien sind quasi langweilig. Value-Aktien stehen unter höherem Druck. Bei Value-Aktien bist du pessimistisch. Du investierst nicht so gerne rein. Wachstumsaktien, die wachsen und denkst, es geht ewig so weiter. Also wachsen, 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 wachsen. Sie werden immer, immer, immer größer. Aber das ist nicht möglich, dass sie so schnell wachsen, wie man gerne möchte. Das heißt, irgendwann kommen wir zu diesem Break-Even-Point, wo plötzlich das Wachstum, ich sage nicht stagniert, aber abnimmt. Und dann wird auch der Preis sich endlich wieder mit dem fairen Wert anpreisen. Bis dahin geht die Rallye natürlich weiter. Das sehen wir jetzt auch bei unseren ganzen Wachstumsaktien. Aber wenn wir uns dem aber bewusst werden, könnten wir ja anfangen, mehr in Value-Aktien rein zu investieren. Was spricht dagegen, dass das so läuft? Das ist einfach der Mensch selbst. Du brauchst sehr, sehr, sehr viel Disziplin und ein sehr, sehr rationales Denken, um trotz des Ganzen in Value-Aktien zu investieren. Das haben wir ja in den letzten Jahren im Grunde gesehen. Also wer hat da in Value-Aktien groß investiert? Es war schmerzhaft, um ehrlich zu sein. Und es gibt eben in der Richtung auch noch einen anderen verhaltensmäßigen Grund, warum diese Underperformance kommt. Und das ist ganz einfach Value-Fonds. Wer würde mir einen Value-Fonds empfehlen? Okay, wir haben jetzt zwei Fonds zur Auswahl. Ganz normalen Welt-ETF und einen Value-Fonds. So, beim Welt-ETF, da wissen wir, sagen wir jetzt mal, einfach, ich bin jetzt Bankberater, ich will dir, du möchtest für deine Rente sparen, 40 Jahre lang, was würde ich dir empfehlen oder würdest du mir empfehlen? So, du bist jetzt der Berater. Du bist der Berater, ich möchte meine Rente haben, okay? Und du verdienst daran, wenn ich möglichst lange diesen ETF bespare, okay? Davon ist auch dein Geld abhängig. So, du hast jetzt zwei Optionen. Du kannst mir den ETF empfehlen, ich werde die ganze Zeit den Markt mitnehmen, das war's im Grunde. So. Oder du hast noch einen anderen, den Value-Fonds, und bei dem weißt du, der wird um 1% pro Jahr den Markt outperformen, okay? Vielleicht auch um 2%, er wird ihn auf jeden Fall outperformen, deutlich. Aber es wird mindestens 10 Jahre geben in diesen 40 Jahren, wo er eine krasse Underperformance haben wird. Er wird deutlich schlechter als der Markt performen. So. Würdest du mir den jetzt empfehlen? Klar, es ist rational logisch, aber du willst was? Dass ich bei dir im Fonds bleibe und glücklich bin. Überleg mal, ich bin nicht glücklich. Und ich werde nicht glücklich sein, sobald er ja so underperformt, denn ich bin ein irrationaler Kunde. Ich sag so, ey, was hast du mir für einen Quatsch da aufgestischt? Was soll der Scheiß? Ich wollte eine gute Rente, jetzt verliere ich alles. Ey, ich will verkaufen, ich gehe weg von dir. Also was machst du? Du empfiehlst mir die sichere Strategie. Safety first, geht's in Ruhe nach oben, weg von Value-Aktien. Führt zu einer Unterbewertung von Value-Aktien. Okay. Das sind die beiden Punkte. Jetzt gehen wir mal zum Risikopunkt. Und da gibt es nämlich auch Paper. Und zwar Naifu Chen und Fang Zhan haben in ihrem Paper Risk and Return of Value Stocks 98 eine gute Zusammenfassung geliefert. Da haben sie nämlich eben gesagt, dass Value-Aktien sind ja unter Druck irgendwo. Sie haben hohe Schulden, sie haben eine pessimistische Zukunft, solche Punkte. Es sieht nicht unbedingt so rosig darum aus. Deswegen sind sie ja unterbewertet. Da gibt es ja immer auch Gründe für, sonst wirst du ja keine Value-Aktie, wo du näher an deinem Fair Value oder deinem Buchwert notierst, okay? Aber wenn du unter Druck stehst, also Schulden sind ja nicht schlecht für ein Unternehmen, sie zwingen das Unternehmen sparsam und effektiv zu arbeiten und das ist prinzipiell im Kapitalismus eine gute Sache und das führt dazu, dass wir eben diesen Wachstum haben können plötzlich. Plötzlich underperformen sie, hier kaufe ich und dann macht es tschung, wuh, geht's nach oben. Dadurch sind sie natürlich risikoreicher, aber beinhalten auch eben dieses Potenzial. In ihrem Paper oder in einem weiteren Paper von Lu Zhang wurde 2005 mit dem Namen The Value Premium eben rausgefunden folgendes, dass Value-Aktien in ökonomisch schwierigen Zeiten wesentlich risikoreicher sind als Wachstumsaktien. Okay, und in ökonomisch guten Zeiten, wie zum Beispiel in den letzten Jahren, nur ein ganz bisschen risikoreicher sind als Wachstumaktien. Was bedeutet das? Wir wissen ja, unsere Grundthese, je mehr Risiko drinsteckt, desto mehr Rendite steckt auch drin. Müssen wir mal im Hinterkopf behalten, aufgrund der letzten guten ökonomischen 10 Jahre. Wow, Value ist tot. Schauen wir uns jetzt also seit 91 an, wie die Value-Prämie performt, müssen wir sagen, dass seitdem nur noch eine Überrendite von, na gut, immerhin 1,2% pro Jahr im Schnitt mit US-Titeln möglich war. Das ist natürlich auch Farmer & French, den Urvätern der ganzen Prognose, aufgefallen und sie haben es untersucht
Und das ist eben auch mit der Grund für dieses Video, 2020 ein Paper dazu rausgebracht. Und in diesem Paper führen sie nämlich eine Diskussion aus, in der aber eben zum Schluss kommt, dass durch die hohe Volatilität der monatlichen Value-Prämie eine definitive Aussage leider noch nicht möglich ist. Und warum ist das so? Darauf haben sie in einem anderen Paper quasi schon die Antwort geliefert. Das kam nämlich schon 2018 von den beiden raus. Mit dem Titel Volatility Lessons haben sie nämlich Bootstrapping durchgeführt. Das habe ich in einem anderen Video, verlinke ich nochmal unten, schon mal erklärt, was das Ganze ist. Da haben sie 100.000 zeitliche Perioden mit Value-Aktien durchlaufen, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, also mit unterschiedlicher Dauer, wie hoch es ist, eine negative Rendite mit Value-Aktien zu bekommen. Und zum Beispiel für eine dreijährige Zeit, also wie zum Beispiel unsere letzten drei Jahre, da unterlag die Value-Prämie um 6,9% dem Markt, also 6,9% pro Jahr im Schnitt. In den letzten Jahren waren Value-Aktien schlechter als der US-Markt. Oder in einer 10-jährigen Periode, also in den letzten 10 Jahren waren es nämlich 2,2% pro Jahr, ganz am Anfang habe ich es erwähnt, schlechter als der US-Markt. Haben sie die Wahrscheinlichkeit für berechnet. Und für so eine dreijährige negative Rendite, da war die ganze Wahrscheinlichkeit bei fast 25%. Okay, das ist ein Viertel. Ein Viertel der Fälle ist drei Jahre lang Value richtig, richtig schlecht. Für eine 10-jährige Periode ist die Wahrscheinlichkeit sogar bei 9%. Also ein Zehntel der Zeit, also in 100 Jahren sind mindestens 9 Jahre quasi gesichert, dass sie negativ sein werden am Stück. Okay. Das bedeutet aber nicht, dass es ein schlechtes Investment deswegen ist. Es kann trotzdem noch in summa summarum positiv sein in dieser ganzen langen Zeit. Also da ist wieder Zeit unser gemeinsamer Faktor. Wir müssen uns aber da auch nochmal jetzt zur Besinnung rufen, das habe ich auch in dem letzten Video mit erwähnt, zu dem Small Cap Value Faktor, dass bei Staatsanleihen, also es ist wahrscheinlicher, dass Staatsanleihen besser performen als der Gesamtmarkt, als dass es wahrscheinlich ist, dass Value-Aktien schlechter performen als der Markt. Und wenn Staatsanleihen besser performen als der Markt, dann performen Value-Aktien besser als Staatsanleihen. Okay, also in ökonomisch schwierigen Zeiten bist du mit Value-Aktien quasi besser dran als mit dem Gesamtmarkt, obwohl Staatsanleihen den Gesamtmarkt dann derzeit sogar schlagen. Das bedeutet, das ist ein Riesenbonus für uns, wenn wir Value-Aktien in unserem Portfolio drin haben, denn sowohl die Diversifikation wird erhöht, als auch die Rendite dadurch. Das ist eine Win-Win-Situation, wenn ihr darüber nachdenkt. Ein ehemaliger Student von Eugene Farmer, der arbeitet bei der, oder ist sogar der Mitgründer, muss ich sagen, bei AQR Capital. Und der hat ein ganz interessantes Statement rausgebracht, ist auch nochmal unten drin verlinkt, da kann man es nochmal nachlesen, zu Market Timing und Factor Timing. Und ich persönlich bin null ein Fan von Market Timing, deswegen habe ich das ganze Aktienduell-Video-Reihe gemacht. Und Factor Timing ist auch noch so eine Sache, aber er führt eben darin aus, dass vielleicht gerade jetzt, weil Value-Aktien so lange so schlecht performt haben in den letzten 10 Jahren, sie richtig, richtig günstig bewertet sind. Und da gibt es einige Punkte zu im Vergleich zum Schiller-KGV und so weiter, dass Value-Aktien gerade unglaublich günstig, und zwar so günstig wie schon lange nicht mehr, also wie noch nie. Also das ist 99% der Zeit war Value-Aktien teurer, als sie es jetzt waren. Darauf ist er quasi gekommen. Und das ist schon ein interessantes Faktum, was wir uns vor Augen führen müssen. Deswegen kann es sein, dass gerade tatsächlich der Zeitpunkt für Factor-Timing gekommen ist. Wir haben aber bislang die ganze Zeit über US-Aktien gesprochen. Schauen wir uns mal weltweit Value-Aktien an, auch von 91 an. Dann muss man sagen, dass Value nicht gestorben ist. Ganz und gar nicht. Value-Aktien sind immer noch vorhanden. Zum Beispiel der japanische Markt für alle Japan-Liebhaber. Ein Kumpel von mir ist ein riesen Japan-Fan und dem kann ich sagen, japanische Value-Aktien haben den Markt um 6% geschlagen in dieser Zeit. Okay? Um 6% mehr Rendite als der Markt. Value-Aktien von Großbritannien immer noch um 0,3%. Auch da gibt es noch den Value-Faktor. Emerging Market Value Aktien, die haben um 3% eine Überrendite erbracht und Asia Pacific Value Aktien sogar eine jährliche Überrendite von 5,4%. Also, ich habe dir ganz viele Gründe genannt, dass Value tot sein könnte, wenn die Verhaltensseite raus ist und Leute deswegen tatsächlich nicht mehr rein investieren. Aber es könnte auch sein, dass Value Aktien genau deswegen immer noch richtig am Leben sind.
Es kann auch noch sein, dass wirklich diese Risikoprämie existiert. Es ist ein Theoretikum dahinter. Wir wissen es nicht zu 100%, aber es macht doch durchaus Sinn. Value-Aktien sind risikoreicher, also sollte auch eine höhere Rendite da drin stecken, wenn man korrekt investiert. Wir haben eine riesig lange statistische empirische Beweisliste, die eigentlich ausführt, dass der Value-Effekt existiert. Und wir haben über Bootstrapping herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit auch da ist, dass mal eine längere Periode Value-Aktien richtig blöd underperformen, aber langfristig outperformen. Als langfristiger Investor werde ich auf Value-Aktien setzen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich recht behalten werde. Denn ich finde es schon logisch, dass unterbewertete Aktien hochgehen müssen zu ihrem fairen Wert. Das ist einfach Sinn der Sache, denn sie sind ja günstig. Und wenn du eine Aktie günstig einkaufst, muss sie systematisch doch irgendwann wieder hochgehen, wenn es der Markt bemerkt. Daher glaube ich an den Value-Faktor und ich sage, lang lebe Value. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Chemiker hier. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst mir doch ein Like da, abonniert mich, teilt das Video. Ich freue mich darüber. Vielen, vielen Dank. Und viel Spaß, bis zum nächsten Mal.